das wirklich schon der letzte Digi-Stammtisch dieses Semester? Die Zeit ist so schnell vergangen. Ich habe so viel gelernt, aber es gibt sicher noch sehr, sehr viel, was man noch lernen und wissen könnte. Wir haben echt ein ganzes Semester durchgehalten. Respekt. Aber ich werde mich jetzt wohl einmal zu Hause selbst weiterbilden, denke ich. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. In der analogen Welt gehören hierzu Fortbildungen, aber auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Seit Covid-19 wissen wir aber alle, dass man sich auch online fort- und weiterbilden kann. Dazu kann man einerseits natürlich relevante Artikel, Bücher oder Online-Foren lesen, auf Reddit-Technik-Kanäle abonnieren und sich mit anderen Userinnen und Usern austauschen. Auf der anderen Seite gibt es auch spezielle Online-Kurse wie sogenannte MOOCs, also Massive Open Online Courses, welche offen lizenzierte Lerninhalte für alle Interessierten beinhalten. iMOOCs ist die erste und bisher einzige österreichische MOOC-Plattform mit bereits mehr als 50.000 Userinnen und Usern. Im Endeffekt ist es am wichtigsten, dass man immer versuchen sollte, sich zu verbessern und seinen eigenen Horizont zu erweitern. Ja, da bin ich bei dir, vor allem in der heutigen digitalen Welt, wo sich alles so schnell verändert. Schade, dass unser Digi-Stammtisch für dieses Semester schon vorbei ist. Ich glaube, wir haben beide viel gelernt, was unseren Alltag erleichtert. Und ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Treffen. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.